Guten Kutter. Toll, jetzt habe ich Leben 30. Wie soll ich das jetzt überleben hier, wenn ich wieder durch die Pampa muss? Doch, doch, das überlebst du. Ich glaube an dich. Muss ich da nach oben ins Nimmerland oder was? Da halt nicht, ne? Aus irgendwelchen erfindlichen Gründen können sie sich nicht selber heilen. Du musst diese breiten Wegriche essen am Boden, dann heilst du dich. Nur dann? Ja. Das ist aber auch irgendwie. Oder über Tränke. Ja gut, wir wissen jetzt, wie gut wir Tränke können, ne? Nämlich gar nichts. Richtig. Und das gibt auch nur 5 Punkte. Da musst du ja 50.000 davon essen, bis du da wieder hochkommst. Richtig. Nur für ein Viertel brauchst du schon 5. Ja, irgendwann werden dann die Carpenters zu Teppichen verarbeitet. Naja, wenn man das Englische nicht mächtig ist, da passiert mal sowas. Schnell. Wir haben diese ominöse Brücke hier gefunden. Naja, auch nicht schlecht. Oh, Schmetterling, können wir den einfangen? Nein! Doch, Schmetterling ist wieder hier. Kann man den? Nein. Mann, Schmetterlinge kann man nicht einfangen in diesem Spiel. Vielleicht braucht man zuerst ein Glas. Ich stelle jetzt 19 Gürteltaschen her. Aus dem Gürteltier? Warum 19 Stück? Die kann ich dann gut verkaufen. Ach so. Und ich muss jetzt mit Razim das Radzimmer. Ich muss mit Radzimmer sprechen. Warum auch jemand Razim heißt, aber. Abkürzung von Razim hier. So, ach übrigens, was noch abging. Was sind denn das für Kollegen hier? Ich habe gerade Aufstände gefunden hier. Hey! Ich hab gerade Banditen gefunden hier. Nice. Nee, die werden mich wahrscheinlich umnieten. Weil ich fast kein Leben habe. Nö, bis jetzt nicht. Okay. Sonst, sie rufen einfach. Ey, da haut mich zu Tode hier. So, einer ist down. Ich bin auch gar nicht weit weg. Wirklich? Oh, ja, Junge, jetzt haut aber hier rein, der Kollege. Der Pfeilbogenmann, der haut mich weg vom Fenster. Ich muss weggehen. Ich hab noch gefühlt 2 Punkte oder so. Ich brauche ziemlich dringend was zu futtern hier. Unterstützung. Nee, ich brauche Breitproduktion. Ich brauche Breitwegerich. Löwenzahn gibt bestimmt auch irgendwas. Nee. Wirklich nur. Ja, sonst müssen wir Tränke herstellen. Jetzt haben wir ja, hölzere Viole. Jo. Dann kann ich eigentlich dann dem Kräuterkundler sagen, mach uns Tränke. Also, Trank des schnellen Heilens. Löwenzahn braucht ja 2 und eine hölzerne Fiole. Ja, Löwenzahn Wasser. Gibt auch +3 Gesundheit und Effekt und hast nicht gesehen. Nice. Ich habe jetzt 11 Gesundheit. Juhu! Perfekt. Wow. Aber ich. Du wolltest ja noch was sagen, was ging diese Woche. Also wolltest. Sind wir kurz und da abgeschweift oder unterbrochen oder was auch immer? Oh je. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Keine Ahnung mehr. Kommt irgendwann schon in 5000 Jahren. So. Nicht mir irgendwie hier. Kohle kaufen. Futter kaufen.
Perfekt. Ich habe kein Geld, das ist das andere Problem. Ich bin arm. Ich kein Geld haben in der heutigen Zeit. Zum Glück sind wir hier im... Ja, XY. Wenn überhaupt. Wir sind im Jahr 2. Nee, jetzt mittlerweile schon im Jahr 3. Vom Karol 1 der Schlechte. Wir kommen aus dem guten Mittelalter an. Gänseblümchen haben plus 2. Ja, immerhin. Löwenzahn haben ja auch was. Ja. Ein Rotauge. Johanniskraut. Was man hier nicht alles findet auf den Wegen. Absolut, absolut. Oh, Vergiftung Löwenzahn, rein damit. Ich habe jetzt irgendwie Effektdauer vom Weißgott was. Irgendwie Essen, Effektdauer, Saufen, Effektdauer und Heilung, Effektdauer. Aber das sehe ich halt nicht, ne? Also, die Heilung geht auf jeden Fall gar nicht hoch. Also, keine Ahnung, was da wieder los ist mit den Kollegen. Ich kann die Steuern ja noch nicht bezahlen. Ey, wo sind jetzt all die Händler hin? Hä? Die haben alle schon Feierabend? Lul? Was? Zeig mir deine Ware, währenddessen du deinen Hof putzt. Okay, die ist fast pleite. Die hat nur noch 6 Münzen. Gut, dann kann ich bei der in der Jahreszeit nichts mehr verkaufen. Aber bei dem hier. Markuslav. Zeig mir deine Ware. Du hast noch 1212 Münzen. Ich habe jetzt 1763 Münzen. Wir brauchen aber noch 400. Wie viel hast du jetzt bekommen? Ich habe schnell 1700 Münzen gemacht mit nur einfachen Gürteltaschen. Das ist auch nicht normal. Ist gut, oder? Das ist nicht normal, oder? Das ist nice. Ich muss wieder ein paar Wiesens jagen. Aber alleine wahrscheinlich nicht. Doch, doch. Das geht, Till, das geht. Also, mach dir keine Sorgen. Nee, wenn ich sterbe, dann respawn ich halt, weißt du? Das ist die normalste Sache im Mittelalter. Ich würde behaupten, nein, es ist nicht, aber sie sind die Experte. Verbrennt die Hexe. Verbrennt die Hexe auf dem Scheiterhaufen fürs Respawn. Ja, für nichts und niemanden. Das macht genau null Sinn, aber... So sind wir nun mal. Okay, wir sollen mit dem Herrn Kollegen hier sprechen. Jo. Hat's denn jetzt aktuell Wiesens? Und jetzt muss ich jetzt zurückrennen. Oh, ihr seid doch auch Lappen hier. Das ist schon fast wie so ein Ubisoft AAA-Spiel. Renn dahin, renn dort. Ja, da, bei Ubisoft hat's immerhin auch Sinn. Und man sieht unterwegs, was hier, wenn man... Zusammengekackt. Oh, Wegerich. Ja, nee, wenigstens Wegwarte. Beim neuen Assassin's Creed geht's ja nicht mehr so weit. Er ist dafür und da wieder auf jeden Fall, ja. Ich hab das teilweise... Wie soll ich sagen? Es ist jetzt immer noch extrem groß. Also so ist es ja nicht, ne? Dass es jetzt wenig wäre. Mhm. Also muss man schon differenzieren. Also es ist schon noch, ich sag's mal so, es sind nicht mehr die XXXL-Wege, die man gehen muss, 50.000 Meter irgendwo hin, sondern noch 2-3 Kilometer. Aber es ist immer noch, ich find's persönlich immer noch viel Content, man hat immer noch viel Sachen, die man tun muss und da und dort suchen. Also, aber ja. Weißt du, was ich gerade nicht verstehe? Warum ich zum Teil jetzt beim Zocken hier nicht mal 60 FPS habe. Ich habe vielleicht 50 FPS. Okay. Also das ist langsam, aber sicher zum Kotzen mit GeForce Now. Also ich habe immer 60. Mir sagt gerade Streamlabs, jetzt habe ich wieder 60. Jetzt ach wieder 59, so, Streamlabs. 58. Aber mach mal
Control N. Und wie viel hatte GeForce Now selbst an FPS? 60, aber ich hatte 831 Paketverluste. Was? Oha. Ja, du siehst, etwas ist da nicht ganz in Ordnung. Mit dem Internet? Irgendwo gibt's nee, da... Nee, also mein Internet ist gut. Das ist nicht das Problem. Ich sage nicht, dass dein Internet das Problem ist. Es kann ja irgendwo dazwischen sein, ne? Oh, der Wiesent kommt. So, ich habe jetzt 44. Ich hab fast halbes Leben hier. Mich durch. Ich habe immer die ganze Kräuter gefuttert. Autsch, das tut weh, Wiesent. Man kann durch Blätter fressen einfach gesund werden. Muss halt wissen, welche Blätter, ne? Das ist immer so ein Problem. Ich habe jetzt Spitzmorchen gefunden. Die kann ich, glaube ich, dem Räuber andrehen. Sauber! Dafür habe ich meine Kupferpfeile verballert. Ja, aber du... Ja, das ist halt immer das Problem, wenn die dann irgendwo landen. Kupferpfeile gegen Geld, oder? Hm? Kupferpfeile gegen Geld, sowas in der Art, ne? Ja. Steinmesser kaputt, okay. Hol ich mir jetzt ein Kupfermesser. Vom Kupfermesserverleih. Solltest du mal hingehen. Nee, aber das ist gerade übel, ey. Nur 55 FPS in dem Spiel. Du. Ja, komm, hat mal 30 FPS. Hat niemand gemeckert. Das so. Das fuckt schon ein bisschen ab. Warum das bei mir so ist mit GeForce Now, ich kann's. Ah, es gibt kein Kupfermesser. Doch, es gibt Kupfermesser. Ich brauche noch zwei Kupfermesser. Und das ist ja nur bei dir OBS, ne? Und nicht in GeForce selbst wahrscheinlich. Doch. Aktuell schon. GeForce ist es auch gerade. Weil ich habe Bildverlust und Paketverlust aktuell. Deshalb ist auch das Spiel ein bisschen verpixelt. Also das ist nicht. Ich bin tot, hat mich mit einem einzigen Schuss. Wir müssen da zu zweit hingehen. Aber auf jeden Fall bin ich wieder zu Hause. Nice. Wollen wir schlafen? Ich hab keine Fackel! Ich schlaf eine Runde. Weißt du, was mit GeForce Now gesagt hat? Also ich habe ein bisschen recherchiert. Und das große Problem bei mir ist, weil ich mehrere Bildschirme habe, dann kommt die GeForce Now nicht klar. Nee, war ja... Früher auch nicht so. Das war die offizielle Antwort. Ob das jetzt offiziell ist? Naja, so, hier, ich habe das Paket abgeliefert. Jo, keine Ahnung, ich soll es selbst fragen. Okay, tschüss. Münzen haben wir gekriegt. Ich hab alles für das Ende naht, außer Barsch. Auf Barsch. Dorf. Ich brate gerade 163 Fleisch draußen. Ich mach gerade eine Barbecue-Party. Würdest du mal bitte mitkommen? Wir müssen eventuell so einen Kollegen umnehmen. Lass mich jetzt meine Barbecue-Party machen. Brenn ich? Nö. Guck, ich kann auf dem Feuer stehen. Hui. Zum Glück gibt's hier kein Feuer. Ich glaube, der hat nachher einen Hexenschuss. Guck dir an, der redet mit mir, währenddessen ich Barbecues mache. Ja, ich stehe auf dem Feuer. Finde ich aber auch schön. Kannst du bitte die Leute mal motivieren, Till? Ja, du. Warte mal kurz. Das wäre super. Wie ist? Haben wir die Hexe, die auf dem Scheiterhaufen brennt? Ist das Motivation genug? Nein, die labern mich voll. Warum labern die mich voll, ey? Ich will doch nur Barbecue machen. Also wir haben zu wenig Essen. Ja, aber da müssen sie... Ich hatte gar keinen Bock.
Die Elis Lava hat sich direkt verpisst, weil sie gesehen hat, was ich mache. Tschüss. So, jetzt verschwinden sie ja.